Nachdem der Gräum euch bat, das Haus zu verlassen, tatet ihr dies. Da ich, wie ich verzeiht, wie ich noch einmal betonen muss, des Gräumischen nicht mächtig bin, kann ich dazu keine Aussage treffen. Also mag euer Begleiter den Gräum zuerst bedroht haben, der Gräum sich gewehrt und ihr ihn daraufhin angegriffen habt. Da ich des Gräumischen nicht mächtig bin, wie ich zum dritten Mal betone, kann ich dazu keine Aussage treffen. Aber es wäre möglich. Da ihr das Gräumische ja nicht beherrscht, wie ihr wieder wiederholt. Da ich über den genauen Hergang der Wahrheit keine Vermutungen anstellen werde, werde ich dazu keine Aussage treffen. Okay, sehr gut. Ist es dann richtig, dass ihr euer Schwert gezogen habt? Ich zog dieses Schwert nach einem tätlichen Angriff auf einen Gewalten des Herrn Priors und seine göttergefälligen Begleiter. Mitten in einer dämonisch verseuchten Stadt. Von einem der Gräume? Ist das korrekt? Wie ihr vermutet? Da es aus mehr als einer Quelle einen Schuss gab, vermute ich... vermute ich, dass es sich um mehr als einen Gräum handelt. Ah. Und die Tatsache, dass mehr als ein Gräum uns später angriff, stützt diese Vermutung. Diese Gräume, die euch angriffen, gegen die ihr euch dann mit eurem Schwert, nehme ich an, verteidigt habt? In der Tat. Wie waren diese denn bewaffnet? Diese waren größtenteils, gingen sie mit Hilfe ihrer eigenen Magie vor. Abgesehen von Armbrüsten, über deren Natur ich nicht spekulieren möchte. Ich könnte hier lesen, dass ihr auf Gräume, die keine Waffen bei sich trugen, noch aktiv Magie gegen euch wirkten, mit dem Schwert vorgegangen seid. Ist das korrekt? Ich griff jeden an, der meinte, sich der Zauberei gegen mich zu betätigen. Und wie ihr dem Codex Albiricus entnehmen könnt, gilt ein Angriff mittels Zauberei wie ein Angriff mit der Waffe. Und ihr könnt beweisen, dass all diese Gräume dort anwesend euch mit Magie angriffen. Da eine magische Analyse im Nachgang nicht tätig ist. Da eine magische Analyse im Nachgang nicht möglich ist, werdet ihr euch wohl auf meine Erfahrung als Wandstrahler verlassen müssen. Ich zitiere euch selbst, indem ich sage, aufgrund meiner mangelnden Magiekenntnis konntet ihr gerade keine Aussage treffen. Und jetzt wollt ihr eure Magiekenntnis herbeiführen, um Aussagen zu treffen, um tätlich Angriffe auszuführen? Dies ist korrekt? Inkorrekt. Es ist nicht meine Kenntnis, zu wissen, welche Spielart von Zauberei vorliegt. Es ist allerdings meine Erkenntnis, zu erkennen, wann gezaubert wird. Denn schließlich wurde ich im Laufe der Jahre selbst oft genug Opfer dieser jener. Ich kann euch trotzdem nicht sagen, wie genau ein solcher Zauber funktioniert, wie er klingt oder wie er ausgesprochen wird. Ich kann euch aber sagen, wenn ein Zauber ausgesprochen wird. Oder wenn ich verzaubert werde. Wie in diesem Fall geschah, als ich die... als ich die Spitzhacken der Zauberei an meinem Geiste spürte und ein Gräuel währenddessen nach mir schrie. Ich habe übrigens ein weiteres Zitat. Entschuldigt, dass ich es noch nicht hervorbrachte, aber auch ich bin etwas vergesslich geworden im Alter. Hier befragte der Gräuel, nachdem euer Zwergenfreund ihn bedrohte, sagte er, dass sie es vor einem Gericht klären sollen. Woraufhin eure Aussage war, was für ein Richter, ihr seht ihn vor euch. War es im Offen, das so gesagt? Du hast gesagt. Die Richterin starrt dich empört an. Seid ihr ein Richter des aranischen Rechts, von dem wir nicht wissen, dass ihr erhoben wurdet? Wie ich euch an dieser Stelle noch einmal ausführen darf, bin ich ein Bandstrahler. Wie ihr ich seid es weiteren also ausführen darf, waren wir zu diesem Zeitpunkt in Elborum und wie ich euch nicht erklären muss, war Elborum zu diesem Zeitpunkt eine Stadt Orons. Orons, eines, sagen wir, Staates, dessen Recht wohl kaum von guten und schönen Araniern anerkannt wird. Entsprechend banden wir uns in einer rechtslosen, rechtsfreien Stadt wieder. Und als Bandstrahler ist es nicht nur mein Recht, sondern auch meine göttergefällige Pflicht, das Jus Divinum in eben solchen Orten durchzusetzen. War es nicht nur meine Befähigung, sondern mein guter und einziger Auftrag, an dieser Stelle zu walten. Euer Gnaden Okurian, wenn ihr noch einmal den Ankläger unterbrecht, werde ich diese Verhandlung unterbrechen und vertagen und euch so lange in Haft behalten. Ist das verstanden? Das ist eure einzige und letzte Warnung. Ich denke, mein guter Herr, dass auch jemand wie euch, der so oft mit den Dämonen bündelt wie ihr, klar sein sollte... Einspruch! Ihr habt eine schwarze Hand von einem dämonischen Artefakt und ihr habt auf einer Dämonenarche Kapitän gespielt. Ich denke... Bündeln ist in diesem Fall doch ein gar angemessener Begriff. Ihr wisst doch sicherlich... Euren Richterin, ich weigere mich dagegen, unterbrochen zu werden. Mein Herr, ihr versteht... Ich muss beide Seiten dazu anhalten, sich gegenseitig nicht weiter zu unterbrechen. Wo sind wir denn hier in Al-Anfa? Das hier ist Aranien. Verhaltet euch gefälligst auch so.
Zu diesem Sinne also der Einspruch, die Dämonenbündelei ist ein todeswürdiges Verbrechen und auch nur die Anschuldigung einer solcher sollte übelst bedacht werden. Ankläger Gumur, ist die Dämonenbündelei Teil eurer Anklage hier? Nein. In diesem Vorfall. Gut, lass sie fallen. Gut, dann müsst ihr euch doch auch wie jemand wie euch klar sein, dass Uron kein Land sein kann, weil es von Dämonenbündlern angeführt wurde und natürlich weiter aranisches Recht dort gilt. Ob jetzt momentan in dem Fall besetzt oder nicht. Aranisches Recht hat zu gelten. Oder wollt ihr etwa sagen, dass jeder Dämonenbündler sich erheben darf und dann eigene Gesetze schreibt? Ist das eure Auffassung? Weil das... Meine Auffassung tut an dieser nichts... Das habt ihr aber gerade ausgesagt. Ihr habt gesagt, dort würde kein Recht gelten. Und doch, es gilt. Aranisches Recht, wie es sich gehört. Und doch waren die Praras berufenen Herren Araniens nicht zur Stelle, um dieses Recht durchzusetzen. Natürlich, sie waren ja auf dem Vormarsch. Denn Uron ist ja wieder befreit. Der einzige Marsch, der von den Herren Praras befohlenen Herren Araniens durchgeführt war, war der, um den Splitter der Dämonenkrone sicher nach Zorgan zu bringen. Auf Elberum vor marschierte niemand, außer uns und unseren Leuten. Ah. Aber ich muss euch noch einmal fragen, seid ihr in eurer Berufung als Bannstrahler Richter oder nicht? Es ist meine Berufung als Bannstrahler meine Pflicht, dort auszuführen, wo das weltliche Recht nicht wirken kann. Denn wo es kein weltliches Gerecht gibt, das sich an solche Durchsetzungen hält, dort richten die Götter. Und wo die Götter richten, verrichten wir. Also mögt ihr euch erheben und überall da, wo ihr es für richtig haltet, möget ihr Recht sprechen. Ist korrekt. Wo etwa solches geschieht, könnt ihr gerne meinen Ordensmeister befragen, der euch eine lange und ausführliche Abhandlung dazu geben wird. Ich frage nicht euren Ordensmeister, ich frage euch, ob ihr euch zum Richter erhebt, wann immer es euch gefällt. Ob ihr euch zum Ankläger, zum Henker erhebt, sobald ihr es für richtig haltet, unabhängig von Rechten. Wie ich noch einmal betone, haben die Götter an dieser Stelle gerichtet. Ich führte lediglich aus. Ich denke nicht, dass die Götter in diesem Moment sprachen, dass ihr euch einfach zum Richter hebt, aber gut. Seine Gnade, Ukurian, stellt euch nicht hinter die Götter. Ihr wird euer Verhalten behandelt. Und mein Verhalten erfolgt. Verzeiht euer Ehre. Ich möchte noch einmal zu Protokoll geben, dass der Herr behauptet, er könnte Recht einfach selber entscheiden und in dem Moment behauptet hat, er wäre Richter, obwohl er es nicht ist. Nur zu seiner Aussage, er würde immer die Wahrheit sprechen. Nur um den Herrn einordnen zu können. Straft ihr meine Aussagen Lügen, Ankläger? Ich strafe eure Aussagen in dem Fall Lügen, dass ihr kein Richter seid. Weil ein Richter muss einberufen werden, im Namen Praios. Da seid ihr doch auf meiner Seite, als Praios Geweihter, nicht wahr? Dass nur ein einberufener Richter Recht spricht. So wie es die gute Dame hier vorne ist. Wie ich bereits betont habe, richten die Götter, wo das weltliche Recht nicht nachkommt. Das mag sein, das macht euch aber nicht zum Richter. Das macht euch vielleicht zum Schwert, zum Soldat der Götter, aber es macht euch nicht zum Richter. Dies ist korrekt. Und ich möchte noch einmal in dieser Angelegenheit am Ende auf euer Verhalten eingehen. Ihr werft den Gräumen, die dort wohnen, aus Gründen, die mir unerkennlich sind, doch gar vor ein Verhalten, das ihr götterlästerlich einordnen würdet, ist nicht korrekt. Frevlerisch, ketzerisch. Braucht ihr mehr Worte dafür? Sehr gut. Euer letzter Satz war aber nicht, diese Herren gar festzunehmen und dem Recht zu übergeben. Ihr habt sie vertrieben. Warum? Warum habt ihr denn nicht Praios Recht in eure Hand genommen und diese Herren festgesetzt und sie dem Recht übergeben? Wieso seid ihr nur wie ein plündernder Haufen in das Haus gestürmt? Einspruch, unbewiesene Anschuldigung. Könnt ihr mir erläutern, wieso ihr die Gräume, die ihr doch für schuldig hieltet, nicht in Gewahrsam nehmt? Aber gern doch, die Gräume waren nicht das Ziel. Das Ziel war die große Menge dämonischen Materials, das sich in diesem Haus befand, dessen wir sofort zu läutern gedachten, bevor es in den Umlauf göttergefälliger Gesellschaft kommen konnte. Die Gräume haben sich lediglich dieser göttergefälligen Ausführung widersetzt. Also, ihr könnt mir wohl zustimmen, dass es keinen guten Grund gibt, warum sie sich widersetzen sollten, wenn solches Material geläutert werden sollte. Warum sie gar tätlich angreifen sollten. Ah, also
Seid ihr, sagt ihr mir jetzt, dass die Gräume gar nicht schuldig sind und gar nicht gesammelt werden müssen? Ihr wolltet nur zum Gold vordringen. In der Tat sind die Gräume schuldig und haben vor ein Gericht gestellt zu werden, beziehungsweise haben ihre gerechte Strafe zu erhalten. Aber wie ich bereits betonte, war die Neutralisierung dämonischen Materials unsere eigentliche Aufgabe. Ihr saht euch als stattlicher Mann, wenn ich das so sagen darf, mit eurem zaubernden Kameraden nicht in der Lage, zwei unbewaffnete Gräume gleichzeitig festzusetzen und euch dann um das Material zu kümmern? Wollt ihr mir das sagen? Aufgrund der Anwendung von Magie und derer, dass mehr als zwei Gräume innerhalb des Hauses waren, war dies nicht sicher vonstatten zu halten, nein. Ah. Ich habe hier Berichte dieser Gräume, in dem sie über schwerste Lungenkrankheiten jetzt klagen. Eine Rauchvergiftung. Könnt ihr euch dies erklären? Ich nehme an, dies hängt mit dem Feuer zusammen. Also möchtet ihr mir sagen, dass ihr als Preios-Geweihter, als, wie ich hörte, Archentöter, euch nicht in der Lage seid, einen zwar stattlichen, doch etwa 1,10 Meter großen Grollen mit einer Lungenvergiftung festzusetzen? Die Wege der Magie sind gefährlich und verworren. Ihr würdet mir sicherlich auch zugute geben, dass es nicht eine einfache Sache ist, den nur gerade eine halbe Elle langen Splitter der Dämonenkrone sicherzustellen. Auch dies taten wir unter äußersten Sicherheitsvorkehrungen. Ist das relevant für den Prozess? Größe ist im Verhältnis zur Magie keine Bewandtnis für Gefährlichkeit. Wie Magister Yamorinus euch sicherlich noch erklären wird. Mit dem Herrn werden wir auch eine große Vernichtung in einen sehr kleinen Raum zu sperren. Mit diesem Herrn werden wir auch ein ausführliches Gespräch führen, da bin ich sicher. Dessen bin ich mir sicher. Aber jetzt, wo wir hier am Ende angekommen sind, ist die Aussage von euch, dass ein Teil von dem Gold, nachdem es, wie ihr wünschtet, in Weihwasser gebadet wird, doch noch verwenden werden könnte, ist dies korrekt? Dies ist eine Vermutung, die man anstellen kann. Und was waren eure Planungen mit diesem Gold? In diesem Zeitpunkt führten wir keine Planung aus, da es nicht möglich war zu sagen, wie viel dieses Materials überhaupt dämonisch verseucht war. Wenn ihr das Gold hättet reinigen können, was hättet ihr damit getan? Vermutlich hätte die neue Potentatin der Stadt, die Verräterin Ephemia, versucht, sich dies unter den Nagel zu reißen. Und weiter als diesen Konflikt, den ich euch bereits prophezeien konnte, werde ich nicht gehen. Vielleicht können ja eure Kameraden einen weiteren Einblick in eure Verwendung für das Gold fremder Leute finden. Vielen Dank. Anspruch! Dies ist die Anschuldigung des Raubes. Raub stand in der Anklageschrift mit dabei. Das zu beweisen wird sich jetzt im Laufe des Prozesses herausstellen. Anspruch zurückgezogen. Vielen Dank, Herr Greifenmund, Archenführer und, naja, ich möchte ja fast sagen Schwarzhändiger, aber ich denke, das sieht man. Haltet euch zurück, Ankläger. Entschuldigt. So, wie hoch ist der SO von Yalan aktuell? Sekunde, ich möchte den Räumen jetzt böse anfunkeln und Rachsucht werfen. Ja, kann man natürlich auch gerne machen. Okay, es gibt heute keine Toten. Mein SO liegt bei göttergefährlichen 13 Punkten. 13, okay. Also, 13 SO Yalan. Dann gibt es einmal eine kurze Rechnung. Du wurdest als Entlastungszeuge vorgerufen. Du hast natürlich jetzt versucht, mit einer Wahrheit und mit einem, kein Eidsegen, aber mit einem Eid als Aussage hast du versucht, deine Beweispunkte noch zu verbessern. SO halbe sind 14 plus 2, sind 7 plus 2, sind 9. Das sind einmal 9 Punkte für Yalan, aber der Gräum, und das hat Schoko ganz hervorragend gemacht, hat dein Leumund nach unten gezogen. Und dafür gibt es SO Viertel Beweispunkte plus 1, weil du auch wieder unter Eid standest. Da mache ich gerade mal den Rechner auf 14 durch 4 sind 3,5. Es wird aufgerundet, sind 4 plus 1 sind 5 Punkte, die wieder abgezogen werden. Minus 5. Weil dein Leumund unter dieser Dämonenarche, schwarze Hand und so weiter gelitten hat, plus 9, minus 5. Damit ist der erste Zeuge durch.
An dieser Stelle ein großes Lob an Schoko, er macht das echt geil. Ja. Fantastisch. Ey, ich meine, er ist ein mieser Wichser und sollte ich ihn hier eines Tages treffen, werde ich ihm in die Eier treten, aber er macht das echt geil. Ja, richtig schön. Das wäre echt gut. Gut, alles klar, dann kannst du entlassen werden, kannst ja natürlich noch im Gerichtssaal sitzen bleiben, aber erst einmal... Warte kurz, ich muss meine Anspruchhand ölen. Genau, das steht natürlich auch zu. Ja, weiß ich nicht, wie sieht's weiter aus? Frage, ich glaube, wir machen weiter mit dem Zwergen, oder? Mit Aurosch. Okay, alles klar. Also, weiß ich nicht, ist jetzt die Aurosch und Sheridas müssen sich das aufteilen. Ich habe da keine Aktien drin. Befragt der Zwerg mich jetzt auch noch? Nee, der Zwerg ist, also er ist genauso Richter wie Sheridas, aber er sitzt vor allem wegen Boltax da, damit die Lex Zwergica hier die Gültigkeit besitzt und er nicht von einem Bergkönig verurteilt werden muss. Welches Gesicht ziehen die beisitzenden Brajonen gerade? Ja, also das... Sind halt keine Wandstrahler. Also du hast halt genauso viel Blödsinn geredet, wie du gute Sachen geredet hast, ne? Also ich würde dir auch gerne noch mehr Punkte abziehen, aber dein Dolmund gibt halt nur SO-Viertel. Oh, also trotzdem mir einschenken kann ich. Nee, genau. Also ich vermute, dass ich für Boltax dann recht sprechen werde und auf Einsprüche antworten werde. Genau. Ja, das heißt, ich kann halt am Ende noch. Genau so. Du machst jetzt genau das Gleiche, was eben Isarun bzw. Nikoheros tat. Genau, das heißt, ja, dann kannst du doch mal den nächsten Zeugen vorrufen. Genau, die Richterin nickt dann dem neben ihr sitzenden Brillanzwerk Aurosch Groschu Segrimel zu und übergibt ihm die Leitung der Verhandlung. Gut. Vorgerufen wird der nächste Angeklagte als Zeuge in den Zeugenstand. Ich nicke Boltax dann zu. Väterchen Richter, ich würde aufstehen und mich in den Zeugenstand begeben. Also dann, Boltax. Nennt eure Namen und schwört zu Angrosch, dass ihr die Wahrheit sprechen werdet und nichts anderes. Bei Sumu und bei Angrosch, ich schwöre. Euren Namen. Boltax, wie ihr selbst festgestellt habt. Boltax, Groschu, Rukram. Gut. Ankläger, tretet vor und stellt eure Fragen. Danke, ehrwürdiges Väterchen. Der Grolm springt wieder von seinem kleinen Schemelchen herunter, greift sich ein anderes Buch, stellt sich das jetzt unter den Arm. Ich denke, ich brauche mich noch einmal vorstellen, ich bin Grumor. So, Herr Boltax, das ist korrekt. Ja. Ihr seid ja im Prozess anwesend gewesen und viele der Fragen, die man an euch stellt, hat euer Kamerad ja schon beantwortet. Ich möchte noch einmal auf dieses Elementarwesen eingehen. Oder Dämonenwesen oder was auch immer es war, das in das Waisenhaus vorrückte. Da wart ihr anwesend, ist das korrekt? Das ist korrekt. Ich war zu dem Zeitpunkt, in dem das Feuer im besagten Haus ausgebrochen ist, anwesend. Würdet ihr euch selber gar als Diener der Elemente bezeichnen? Wie ich bereits eingehend gesagt hatte, ja, ich bin ein bescheidener Diener der Elemente. Ist euch als Diener der Elemente denn nicht auch, wie man hört, die Kontrolle oder zumindest die Verhandlungen mit Elementarwesen oder ähnlichen Wesen möglich? Nun, Elementarwesen sind Wesen von großer Macht. Ihr Dienst ist immer ein Geschenk an uns. Eine Kontrolle von so etwas kann man schwerlich sprechen. Wie kann man denn die Fluten oder den Wind oder etwas anderes gar kontrollieren und von vollständiger Kontrolle sprechen? Könnt ihr denn das magische Wesen, das dort vorgerückt ist, für uns identifizieren? Nein, das kann ich nicht. Ich sah es nicht. Als wir das Haus betreten haben, wie ihr formuliert habt, in bösartiger Absicht, worauf ich gerne noch einmal zurückkommen würde, ja, wo denn Zeit besteht, bestimmt, hattet ihr es bereits mit einer Art Schaum gelöscht. Gehe ich da recht in der Annahme? Ich bin kein großer Alchemist. Ich selbst war natürlich nicht anwesend. Ich komme hier aus Zorgan, aber
ich hörte Ähnliches in den Aussagen. Könnt ihr euren Grund erläutern, warum ihr euch auf das Haus zubewegt habt? Natürlich, ihr habt mir ja bösartige Absicht unterstellt. Nun sprach ihr aber auch davon, dass es sich offensichtlich um ein, nun ja, an Kinder übereignetes Haus handeln möge. Das war uns natürlich nicht bewusst. Dennoch war unsere Intention natürlich keine bösartige, sondern zunächst einmal sahen wir Grolme immer wieder in das noch brennende Haus laufen. Was würde ein aufrechter Bürger denn tun? Was ist denn eure Aussage, was ihr tun wolltet? Ihr habt mich gefragt, mit welcher Absicht an das Haus herangetreten bin. Nennen wir nicht die Absicht eines ehrwürdigen Bürgers, ich brauche eure Absicht. Meine Absicht war lauter. Was wolltet ihr tun? Benennt doch eine Tatsache. Wir wollten zunächst einmal die gegebene Situation unter die Lupe nehmen, denn so es einen Brand gegeben hätte, der ja womöglich auch das Haus hätte einstürzen lassen können, wäre eine Evakuierung dringend notwendig gewesen. Müsst ihr mir doch zustimmen, oder? Eine Evakuierung? Bitte, ihr seid derjenige, dem Fragen gestellt werden und nicht ihr, der Fragen zurückstellt. Bitte antwortet nur. Das tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich keine Fragen ihm stellen darf. Mitteilt. Herr Boltax, ja. Seid ihr dann in das Haus vorgerückt? Vorgerückt, wie? Entschuldigt, ich war alle wieder in diesen alten Euphemismus hineingegangen. Entschuldigt, Herr Richter. Es geht um Folgendes. Ihr ging in das Haus hinein, ja? Und dann saht ihr dort vor euch einen Grolm, nehme ich an. Herr Jalan hat das bereits bestätigt, ja. Richtig. Dieser Grolm, hat er sich gefreut, dass ihr sein Haus betreten habt und hattet ihr den Eindruck, dass ihr hier verbleiben solltet? In der Tat, er sprach uns auf Garedi an und fragte, ob wir das Haus für einen stattlichen Preis kaufen wollen. Was mir irgendwie merkwürdig erscheint, denn das Haus ist ja offensichtlich nicht sein Eigentum, sondern das der Kinder. Ihr wisst schon, dass viele Leute ihre Häuser nicht selber verkaufen, sondern dies in die Hand von professionellen Händlern übergeben, um einen besseren Preis zu erzielen. Nun, das mag sicherlich sein, doch dennoch hätte... Die Kinder waren ja nicht anwesend, hätte er nicht das Haus einfach so veräußern können. Also meine ich. Er hat ja euch gefragt, ob ihr es erwerben möchtet. Ja, ich frage euch auch ja oft zum Beispiel, ob ihr eine Waffe für einen Schmied erwerben möchtet, ohne selber die Waffe zu schmieden. Das eine Waffe für einen Schmied? Ich dachte, der Schmied produziert die Waffen. Natürlich, der Schmied produziert die Waffen, aber manche Schmiede verkaufen sie nicht selber, sondern übergeben sie in die Hände von... Konzentriert euch darauf, worum es hier geht und spekuliert nicht über Schmiede und ihre Waffen. Nun. Entschuldigt. Okay, dann, was war eure Handlung, nachdem ihr von diesem Angebot gehört habt? Und glücklicherweise sahen wir keine Kinder, die evakuiert werden mussten. Richtig. Und ich sagte dem Grolm, er solle einen Edelstein nehmen und sein Leben retten. Wieso sollte der Grolm einen Edelstein nehmen und sein Leben retten? Könnt ihr eure Beweggründe in diesem Fall erläutern? Nun, ohne Vorurteile mit einfließen lassen zu wollen, aber Grolme gelten doch in der Regel als besonders, ich mache Anführungszeichen, geschäftstüchtig. Wie der Herr Fex es wünscht, ja. Und ich dachte, dies würde ihn vielleicht dazu bewegen, die Evakuierung schneller durchführen zu können. Ich wollte ihn aus dem Weg haben. Aus dem Weg? Ja. Aber ihr seid in ein fremdes Haus eingedrungen. Musstet ihr nicht davon ausgehen, dass der Besitzer dieses Hauses sich in dessen befindet? In der Tat, doch wie der Herr Jalan bereits gesagt hat, hatten wir durch die Aussage von dem Herrn Adelmier ja bereits davon Kenntnis, dass sich möglicherweise ein dämonisches Erz in diesem Haus befinden könnte. Und dämonisches Erz in einem Haus, das als Waisenhaus gedacht ist? Ich weiß ja nicht, wie das bei euch Gräumen ist, aber uns Zwergen wäre das, glaube ich, nicht geheuer. Wenn ich das richtig vernehme, Herr Morenis hat Ihnen diese Information gegeben. In der Tat, er sprach davon, dass dieses Gold verseucht sei. Hat Herr Morenis das Haus denn vorher betreten? Dazu kann ich keine Aussage, also ich glaube, ich kann wirklich keine Aussage dazu treffen. Ist Ihnen denn... Nicht, nein, ich weiß auf Metaebene jetzt nicht, wie wir an die Information gekommen sind. Der hat Frost genau. Uns einfach gesagt. Genau, gut. Dann kann ich dazu keine Aussage treffen. Also ihr wart nie in dem Keller, ihr habt das herausgefunden und das, ja,
Also Abel mir war noch nicht in dem Keller. Aber du weißt nicht, ob er, also du weißt nicht, ob er im Keller war, du hast einfach keine Informationen dazu. Ja. Ich habe keine Informationen dazu, wie Herr Morenes an diese Aussage gekommen ist, aber ich vertraue Herrn Morenes und als, wie ihr ja selbst gesagt habt, bescheidener Diener der Elemente, ist es mir natürlich ein besonderes Anliegen, unlauteres Erz zu läutern. Insbesondere, wenn es, wie ihr gesagt habt, in einem Haus ist, das eigentlich Kindern gehört. Ich verstehe eure Ansätze, sehr edel. Das Wort Archophaxus ging über eure Lippen in Bezug darauf, dass ihr einen Gräuel bedrohtet. Wenn ihr nicht das Haus verlassen würde, würdet ihr ihn mit einem Archophaxus vernichten. Ich habe nicht von vernichten im eigentlichen Sinne gesprochen. Es war eher eine Motivation, ihn zum Gehen zu bewegen. Denn, ja? es ist möglich, dass dieses Haus unter gewissen, baulichen Mängeln durch die Feuerbrandschäden litt. Der besagte Gräuel hat mir selbst mitgeteilt, dass dieses Haus so gewisse Brandschäden hat. Und ich dachte, das würde ihn mehr motivieren, zu gehen, wenn schon der Edelstein es nicht tun würde. Könntet ihr die Wirkung eines Archophaxus einmal beschreiben? Sicherlich. Es ist je nach Intensität und Zauberwirkung ein Ball aus Stein, der vom Himmel fällt. Würdet ihr diesen Ball aus Stein für einen gar, sagen wir mal, wir Gräume sind ja nicht so stabil gebaut wie unsere Brüder, die Zwerge. Dieser Ball würde er gar einen Gräum schwer verletzen. Es kommt darauf an. Ob er getroffen wird oder was sind jetzt eure Aussagen? Nun, mit welcher Intensität? Und wie gesagt, jeder Zauber kann potenziell sehr, sehr, sehr gefährlich sein. Ich denke, da werdet ihr mir zustimmen. Gehen wir einmal davon aus, ihr würdet einen Gräum in einem vom Brand gesegneten, gemalten Haus, der an einer Rauchvergiftung, also schon schwer angeschlagen ist, mit einem Archophaxus treffen. Denkt ihr, ein Gräuel würde dies überleben? Einspruch, Meister Boltax ist wohl kaum ein Heilkundiger. In der Tat. Stimmt, hört auf zu spekulieren. Frage, ist Herr Boltax ein fähiger Magier und Diener Sumos und müsste sich dementsprechend mit der Wirkung seiner Zauber auskennen? Davon gehe ich aus. Herr Boltax. Nun, ich kenne mich nicht mit der Gräumen-Zauberei, der Gräumen-Anatomie oder ähnlichem aus. Habt ihr diesen Zauber? Entschuldigung. Kann ich keine Aussage darüber treffen, inwieweit der Zauber verheerend wäre. Habt ihr diesen Zauber schon einmal gewirkt? Nein. Noch nie? Nein. Ihr wollt mir also sagen, dass ihr jemanden mit einem Zauber belegen wolltet, den ihr noch nie verwendet habt? Ich habe ihn nicht mit einem Zauber belegen wollen, ich habe lediglich die Möglichkeit erörtert, dass dieser Zauber Anwendung finden könnte. Wenn ich erörtern würde, euch mit Armbrüsten zu beschießen, würdet ihr dies als Drohung empfinden? Nun, ich würde zumindest Vorkehrungen treffen, dass ich nicht durchlöchert werde. Wenn ihr vor mir steht und sagt, wenn ich jetzt nicht gehen würde, würdet ihr einen Archophaxus auf mich werfen, könntet ihr dann verstehen, dass man das als feindliche Handlung aufgreift? Das hängt von den gegebenen Umständen ab. Wenn ihr euch in eurem Haus befindet, ich würde dort eindringen und euch dann einen Zauber androhen, dessen Wirkung ihr nicht kennt, würdet ihr dies als feindlich auffassen? Nicht zwangsläufig, wenn ich vorher gebeten worden bin, das Haus zu verlassen, um meiner eigenen Sicherheit willen. Ihr habt einen Herrn, den ihr nicht kanntet, mit einem für ihn unbekannten Zauber belegen wollen. Das ist doch richtig. Wisst ihr, dass der Zauber für den hier nicht Anwesenden unbekannt war? Denn immerhin scheint ihr gute Informationen über den Archophaxius zu haben, genauso wie er. Denn er konnte direkt darauf ein Schriftstück aufsetzen, das mich verklagen wollte. Ich glaube also nicht, dass ihm die Wirkung unbekannt war. Aber konntet ihr dies wissen? Nun, die Indizien sprechen zumindest dafür. Aber in dem Moment, wo ihr Magie aussprecht, mit dieser droht und nicht wisst, ob der andere in Magie geschult ist, wovon ihr nicht ausgehen könnt, droht ihr doch mit einem in dem Moment zumindest aus eurer Sicht unbekannten Zauber. Nun, wie sieht es mit den Gräumen aus? Seid ihr nicht magiefähig? Fragen stellen. Und ihr, werter Herr Ankläger, hört auf, immer wieder dieselbe Frage zu stellen, um eure gewünschte Antwort zu erhalten. Ihr habt eure Antwort erhalten. Fahrt fort zur nächsten Frage.